Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Möbius Final Fantasy. Heute starten wir erstmal in den Geisterhain. Und zwar haben wir ja, wenn ich das richtig sehe, haben wir 3 Tickets. Das heißt, wir können uns 3 aussuchen. Wir gucken sie uns aber erst einmal an. Bis 1. Januar. Die sieht doch ganz niedlich aus. Oh, der sieht auch gut aus. Oh, verdammt. Merry Christmas und Huhn. Oh, ja. Oh, ist ja verrückt. Der springt auf so ein verdammtes Ding rum. Okay, auf jeden Fall diese hier. Definitiv, hundertprozentig. Santa Echo. Das Küken ist eigentlich richtig geil. Das ist irgendwie süß. Und der hier ist süß. Den nehmen wir. So, wir haben aber auch noch die Möglichkeit mit dem hier jetzt. Okay, der ist ein schlechtes Vorbild. Der säuft und ist total dicht. Und ist kurz vorm Platzen anscheinend. Oh Gott. Oder er reiert alles voll. Ich bin mir da noch nicht so schlüssig. Okay, wir haben die Möglichkeit, die Möglichkeit, die Möglichkeit. Ich glaube, ich nehme das hier. Das kommt. So ein Schokobo, das ist doch Festmahl Schokobo. Ja, so. Ah! Ach, ist schön. Na gut, okay, gucken wir erstmal hier. Ja, ich weiß, dass ich jetzt hier 3 neue habe. Ich weiß. Gucken wir mal kurz. Klick mal kurz durch. Ich glaube, wir können die aber auch gleich übernehmen. Oh, Moment, da war der eine. Ich weiß noch, dass ich diese hier zum Beispiel. Die finde ich auch gut. Aber wir nehmen die hier. Santa Echo. Die ist doch mal cool, oder? So. Wo hatten wir denn das? Wartet. Noch 8 Tage gekauft, 1. Oh, ich würde gerne jetzt wieder 1 kaufen schon. Damit ich die noch kriege, aber es sind noch 8 Tage. Dann kriege ich wieder ein Geisterticket, dann könnte ich mir noch einen davon holen und Beschwörertickets und Phönixfedern. Das wäre doch schön. Ja gut, aber wir werden jetzt hier zurück, jetzt nochmal hier, wir müssen hier noch ein paar Kämpfe machen. Und zwar sind es hier noch 5 sichtbare Kämpfe, die wir machen müssen. Dann kommen noch wahrscheinlich Kämpfe bis oben in die Mitte, also ganz weit nach oben. Da denke ich mal, ist da dann das Finale oder wie auch immer. Ich weiß nicht mehr, wie lange es noch geht. Es können noch ein paar Folgen sein. Es können dutzende Folgen sein, wenn ich nicht vorankomme oder irgendein Problem gibt. Aber ich denke mal, es geht vielleicht noch eine Woche. Es ist vielleicht nur noch ein Wochenprojekt und dann war es das. Also, so wie ich hier durch mich kloppe, ist das doch schon ziemlich beeindruckend, dass ich, ja, die 5 Kämpfe werde ich jetzt auf jeden Fall noch in die Folge versuchen reinzukriegen. Dann sehen wir, wie es weitergeht. Vielleicht kommen ja wieder so verrückte Anforderungen oder irgendwelche Bosse, die wir ja doch nochmal besiegen müssen. Vielleicht ein Finale vom Finale des Finales oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall nach Beendigung dieses Kapitels nicht das Spielende. Die Story geht ja noch weiter. Ich weiß, dass es weitere Kapitel gibt. Die sind aber nur, glaube ich, auf Japanisch. Ich glaube, die gibt es nur auf Japanisch halt und auch nur auf deren Version. Die werden noch umgesetzt für uns. Heißt, das kann noch ein bisschen dauern. Mal schauen, wie es läuft. Na, also, ich werde auf jeden Fall die nächsten Kapitel und sowas aufbringen. Ich will ja die Story endlich. Ich will wissen, werden wir Chaos bekämpfen? Werden wir ihn besiegen? Werden wir diese Prophezeiung durchbrechen? Werden wir Maya weiter folgen und ihre Ideen umsetzen, dass alle gegen ihn kämpfen, anstatt nur einer? Weil alle ja die Hoffnung ja angeblich in sich tragen. Also warum sollten nicht auch alle mal zum Schwert greifen und gemeinsam kämpfen? Gleichzeitig, nicht nacheinander, gleichzeitig, ne? Und somit würde man eigentlich die Prophezeiung durchbrechen. Das ist eigentlich schon richtig, was da Maya sich so gedacht hat.
So, neuer Highscore. Das überrascht mich doch ein bisschen. Gut. Was haben wir denn hier? Ein bisschen was. Okay. Münze gekriegt, ja. Aber da muss ich auch mal gucken, wie viele wir jetzt haben. So, jetzt glaube ich, dass er dorthin geht. Genau. Ich muss mal kurz gucken, wie viele Münzen wir haben. 44 und 175. Also einmal können wir, glaube ich, jetzt hier beschwören. Gucken wir mal, was wir da kriegen. Vielleicht hilft uns ja das, um weiterzukommen. Ich weiß es nicht, weil beim letzten Mal hatten wir doch ein bisschen Pech. Einmal Anti-Aktion Verlust. Plus 15%. Gut. Sowas haut mich jetzt nicht so sehr um. Nehmen wir die Karte und gehen den Weg. Dann haben wir noch die drei Kämpfe. Die kriegen wir locker noch in die Folge rein und dann die nächsten vielleicht ein, zwei Kämpfe auch noch. Mal schauen. Also ich werde euch nicht zeigen, wie ich zu 100% dieses Kapitel vervollständige. Beenden, ja. Storymäßig beenden. Aber im Hintergrund sind ja natürlich noch ein paar Wege offen oder die erschließen sich ja dann zum Schluss. Die werde ich natürlich außerhalb der Aufnahme machen. Das kennt ihr. Und ich warte ehrlich gesagt auch heiß ersehnt noch auf die Eröffnung von dem Makoreaktor 1, beziehungsweise habe gewartet, wie auch immer. Jetzt, die Folge kommt ja natürlich viel, viel später raus, als ich sie aufnehme. Ja, eigentlich viel, viel später ist nicht. Es ist jetzt neues Jahr und ich bin jetzt noch am... ist heute der 7.? Ja, der 7.12. Also ich muss ja, weil sonst Weihnachten und so, ihr wisst, ich habe das schon erklärt gehabt, schon mal. Ich krieg sonst das nicht hin. Ich bin sonst nicht da. Oh Gott. Neue Verfolger, doch. Maya kriegt beide hin. Das ist kein Problem. Die hustet einmal und weg sind sie. Maya? Noch einer. Maya! Du musst zuschlagen. Genau so. Genau so. Und nicht anders. Weitermachen. Weiter, 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 weiter. Komm, komm, komm. Und den jetzt. Komm. Ja. Wunderbar. Genau so. Und ab in den Bosskampf. Sehr, sehr schön. Und auch wieder zwei Handlanger hat er mit dabei. Der hat echt Angst, alleine gegen uns anzutreten. Kann das sein? Der ist so feige. Vor allem, der krümelt sich dazu zusammen. So, ich will nicht. Nein, ich will nicht. Aber ehrlich. Da, jetzt zittert er vor Angst sogar schon. Das ist echt der Wahnsinn. Das ist ein Gegner, du. Der zittert und zittert. Guckt euch das an. Und da hält er sich wieder. Oh, ich will nicht. Ja, der Gegner gefällt mir echt. Aber dass wir ihm auch so gut standhalten, das finde ich auch sehr schön. So, weg ist er aber. Verbindet. Neue Highscore. Oh, schön, schön. Fast 22 Millionen. Das ist der Wahnsinn. Okay, gucken wir mal weiter. Talentmünze 1 wieder. Wow, sehr schön. Jetzt haben wir noch die drei Kämpfe. Und wo geht er hin? Da. Dann folgen wir dem doch direkt mal. Nehmen wir einfach die Karte. Dann haben wir noch die beiden Kämpfe. Sollte auch recht schnell gehen. Diesmal sind es 4 Runden. Die erste Runde, ach ja. Ah, keine große Herausforderung, oder? Das Gute ist ja, wir haben verschiedene Karten. Wir haben eine Wasser, wir haben Wind, wir haben Stein, wir haben eine Heilkarte, beziehungsweise eine Segenskarte und dann noch die Leihkarte da. Das ist völlig ausreichend. Und in letzter Zeit ist Echo wohl auch wieder ein bisschen aktiver, als die am Anfang war, hier im Kapitel. Also in Kapitel 5 fand ich sie richtig geil, ne? Also es war ja echt der Wahnsinn. Aber jetzt, in letzter Zeit, ganz schön zurückhaltend. Das Geniale ist aber auch, dass ich jetzt echt die Santa
Santa Echo habe und die sieht ja echt genial aus. Mit so einem Überhang, also mit so einem Mantel da halt, das sieht richtig gut aus. Das gefällt mir echt. So, den haben wir weg. Die mal kurz aushalten hier. Und dann können wir auch schon zum Bosskampf rüber. Sehr schön. Er wieder. Bestimmt wieder mit seinen beiden Kumpels. Yep. Der will echt nicht alleine. Der hat so einen Schiss vor uns. Verstehe ich gar nicht. Er stellt uns sich ja in den Weg. Also wir haben ihn ja nicht gesagt, hier komm, stell dich in unserem Weg hier. Wir wollen hier lang oder so. Wir wollen gegen dich kämpfen oder so. Das macht er von sich aus. Und wie er da so hängt. Im Schock. Wow, eine halbe Million Schaden hat meine gerade gemacht. Ja, Maya, du hast es echt gut, ne? Was die an Schaden raushaut, wenn er im Schock ist, das ist der Wahnsinn. So, noch zwei Kämpfe. Mal sehen, welchen wir jetzt begehen. Den da. Okay, gut, dann war ja irgendwie aber auch schon klar, ne? Konnte man eben wirklich schon so sehen. So, dann haben wir den Kampf noch und dann sehen wir, wo es weitergeht. Ich hoffe, es geht ja weiter und ich hoffe, wir schaffen es auch. Und die Warp-Splitter würde ich auch gerne weiter benutzen. Also bitte nicht die ganze Zeit Boss. Gut, wir haben vier Runden, natürlich wieder einen Bosskampf dabei, das heißt diese und nächste Runde noch und dann kommt wieder das Weichei von Boss wieder. Aber ehrlich, wer bringt seine Kumpels mit zu einem Bosskampf? Welcher Boss tut das? Der schickt die doch alle immer vor und nicht gleichzeitig. Der versteckt sich hinter die, ganz ehrlich. So feige ist der. So, haben wir die auch K.O. gekriegt. Sehr schön. Bosskampf. Oh, Überraschung. Oh ne, diesmal nur ein? Sehe ich das richtig? Ja, oh, oder auch keinen. Boah, so geht's auch. Jo, auch schon besiegt. Wahnsinn. Also, ich finde ihren Hut schön. Auch wenn er ein bisschen sehr, ja, hart aussieht. Also irgendwie plastikmäßig anstatt irgendwie aus Stoff. Aber es geht auch. Er ist schön verziert. Oder ist der aus Metall oder so? Sieht voll fest aus. Na gut. Jetzt wollen wir nicht lange reden. Den letzten Kampf in diesem Wald hoffentlich. Ich hoffe, den haben wir dann auch hinter uns. Und nicht, dass wir wieder zurück uns kämpfen müssen oder so. Das wäre echt fies. Das wäre wirklich fies. Oh Gott, jetzt kommen wieder diese Aktionen mit diesen Verfolgern. Ach du Heiland. Tauchen die auf, die wir hier nicht haben wollen. Maya, du musst gegen die was tun, bevor immer mehr werden. Bevor die immer mehr werden. Oh Gott. Mein Deutsch lässt auch langsam nach. Ist auch so schwer, die Sprache. Okay, den einen haben wir wenigstens im Schock. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Haben wir weg, meine ich natürlich. So, den nächsten im Schock. Bei denen besiegen haben wir es. Sehr schön. Nächste Runde. Und ich finde die Santa Echo immer noch geil. Ich bin echt froh, dass wir die jetzt gekriegt haben. Dass wir die Geistertickets echt aufgespart haben bis zu diesem, ja, Weihnachtsevent-Zeit, ne? Die Weihnachtszeit.
Ich denke mal, zu Silvester oder so gibt es nochmal vielleicht ein, zwei oder so. Aber ich hätte gerne alle. Also, ich, was das Sammeln angeht, hätte ich immer gerne alles. Das ist einfach so, aber wenn dann eben halt nicht genug da ist, dann muss man eben halt Abstriche machen und sagen, gut, dann verzichten wir auf bestimmte Sachen halt. Okay, gleich kommt wieder der Bosskampf. Darauf freue ich mich ehrlich gesagt wahnsinnig. Dann können wir dem nochmal den Arsch versohlen. Den Popo, meine ich natürlich. Den Hintern. So. Da, er hängt schon aneinander. Oh, ich will nicht, ich will nicht. Oh. Den haben wir auch schon länger, glaube ich, nicht mehr gehabt. Komm schon, hau den Schock rein. Ja, sehr schön. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Das lief doch hervorragend. Okay, gucken wir doch mal, wie lief das jetzt? Ja, wir sind den ganzen Weg da lang gegangen. Wie ein Bosskampf. Oh, nee. Ey, komm. Der will mich doch ärgern. Aber gut. Den gehen wir auch noch. Aber viel kann die Karte nicht mehr hergeben. Aber meistens täuscht das ja dennoch. Also würde ich sagen, naja, abwarten. So, wir haben jetzt 3 Runden. Die erste Runde ist schon halb vorbei. Es kommt noch was übrig. Das ist echt gut. So, nächste Runde. Oh Gott. Das sind aber viele. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Farbe raus ist. Ein bisschen, als wenn die Farbe ausgelaufen ist. Oder täusche ich mich? Oh, alle hauen einmal zu. Das ist nicht gerade wenig. Oh! Der macht gleich Boom. Das könnte böse enden. Oh nein. Jetzt sind es schon 2. Oh, Glück gehabt. Oh, Bosskampf. Ach, was für eine Überraschung. Er schon wieder. Ach nein. Aber diesmal alleine. Wo hast du denn deine Freunde gelassen? Wollen sie nicht mehr mit dir spielen? Hm. Schlag. Oh, halbes Leben weg. Boah. Eingabe, das hilft auf jeden Fall. Ungemein. Hm. Ja, ich würde sagen, das war's auch schon wieder mit dem Kampf. Das war... Ja, irgendwie nicht mehr so richtig spannend, wa? Oh, wir haben was freigeschaltet. Flor erhöht Widerstand gegen Krankheiten für 3 Runden. Oh, das klingt gut. Phönixfeder, das ist wichtig. Defeat the foes, pass through the forest. Hm. Let me guess, we're coming up to a sluice gate? How do you know? It was in a story I lived once. Chaos had taken the people's water away. So the first warrior went through the winding woods and defeated him. That was the start of it all. That's where the prophecy began. Yes, the sluice gate opened, hope was renewed, and there...
the Warrior of Light's story began. It's ironic. For us, that gate was the end of our story. Oh, schon wieder mit Bosskampf. Das Schleusentor. Ja, okay, ich habe das Gefühl, wir kommen doch der Story-Ende ziemlich nahe. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ende sein soll. So, diesen Kampf auf jeden Fall noch. Dann gucken wir mal, was danach passiert. Gut, wir haben 4 Runden auf jeden Fall, die wir meistern müssen. Ich habe diesmal mal keine Segens- bzw. Heilkarte genommen. Wir haben einfach jetzt nochmal Schaden dazu genommen. Einfach mal, um zu gucken, ob das große Auswirkungen hat, so wie wir jetzt kämpfen oder eben halt Mayas Karten eben halt gut oder schlecht sind, wie auch immer. Aber ich denke mal, es ist völlig ausreichend, was wir bis jetzt haben. Ich benutze, glaube ich, selten meine Leihkarte wirklich richtig viel aktiv oder so. Beim Training klar, da meine ja schlechter sind, da muss ich eben halt gucken, dass ich eine gute Leihkarte kriege, aber boah. Ist doch ganz annehmbar bis jetzt. Gut, vorletzte Runde. Die nächste Runde ist dann wieder ein Bosskampf. In letzter Zeit ziemlich viele Bosskämpfe, obwohl wir Warp-Splitter, also diese Warp die Splitter halt zum Überspringen eben halt bekommen haben. Aber wir können sie nicht nutzen. Bin ich fies. Bin ich gemein. Aber ich bin mal gespannt, welcher Boss jetzt wieder kommt. Wenn es der identische Boss wie eben war, dann ist ja langweilig. Das ist ja vorhersehbar. Ein anderer wäre mal wieder schön. Vor allem, weil es jetzt das Schleusentor ist. Oh ja. Den kennen wir doch. Bin nur gespannt, ob wir ihn auch überleben. Aber es sieht bis jetzt ganz okay aus. Autsch. Autsch. Ja, wir werden trotzdem eine Phönixfeder nehmen. Kommen wir gar nicht drum herum. Ich denke mal, das wird auch bei jedem anderen Kampf jetzt drauf hinauslaufen. Und geschafft! Ha! Es hat sich also gelohnt. Doch nicht falsch eingeschätzt. Wunderbar. Und drin ist ein Kristall. Ein Kristall und ein Elixier. Ey, ist das wenig! Heretics must die. It's the law. But you're a swordsman, a good one. You could even defeat Chaos. The voice says it would be a shame to kill you. What madness is this? It says to kill the witch instead. I don't see any witch here. It's her! Listen. She has misled one who would become the Warrior of Light. She spat on the prophecy that binds the Warrior of Light and the Princess together. She's a witch, a heretic who does not honor the law. And for this she must die, by your sword. What? There is another prophecy which says that the Warrior of Light will cut down the witch, and thereby return to the true path. So cut her down, and you'll be a heretic no longer. You can return to the prophecy. Defeat Chaos. Become the Warrior of Light. Never! No! No. You wouldn't cut her, so I did it for you. Maybe you're not the Warrior of Light the prophecy spoke of after all. Maybe you are a heretic. And all heretics must die.
Ich bin verwirrt, wenn die doch beide tot sind. Wie sollen... Hä? Was? We were swept away by the darkening tides, sinking deep into oblivion. Oblivion and pain. But there remained a lonely stillness in a corner of my heart. If we could not live on together in this world of Palamecia, then we would sleep in the darkness together for an eternity. The dead may lack hope, but they are also without despair. For too long I lingered in the sunless, airless depths, marking the passage of interminable time. And when I once again opened my eyes, I was not myself. I rose as the Azure Witch, Maya, the new me. But he never rose again. Das ist irgendwie echt traurig. I'm sorry. I shouldn't have looked. Why do you apologize? I don't imagine that's a memory you want people seeing. Maybe I went too deep. Too far. It's all right. I wanted you to know. This is our fate. This is our story. We tried to bring hope, and Palamecia turned on us. So what am I supposed to do with this? Fight for Palamecia? Become the Warrior of Light? See? This is what I'm talking about! Say those things, end up a heretic! Wait a second. This was your plan all along, wasn't it, Maya? You were going to tell him all these bad stories and take the fight out of him! For what purpose? Revenge on Palamecia, duh! You persuade him to give up becoming the Warrior of Light, then lead us all to ruin! You have me all wrong, fairy. My enemies are the twisted laws of this world. The system that grinds all which does not fit to dust. It's true, Palamecia may hate me as a heretic. But to me, this world, this is the world he died trying to save. Das gibt mir auf jeden Fall zu denken. Ich denke mal, wir werden das aber ja weitere Sachen herausfinden in der nächsten Folge. Schaut da wieder vorbei. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.